Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen, ich würde einfach mal sagen, etwas kleineren Let's Play. Ich wollte, oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier. So. Ich wollte da mal wieder reinschauen. Das letzte Mal habe ich tatsächlich da reingeschaut. Ja, wann war das denn? Ich glaube, das war noch vor dem großen Update. Also, ist schon ein bisschen her. So. Spiel spielen. Machen wir hier mal normal. Hallo? Okay. Rot. No Man's Sky. Joa, ich bin gespannt, was sich geändert hat. Ich bin gespannt, was alles Neues dazugekommen ist. Ich meine, es hieß, dass jetzt alles im Spiel drin ist, was von Anfang an versprochen wurde. Also, ja, ich bin echt gespannt. Oh, jetzt ist grün. Okay. Ah, ist das hier der Ladebildschirm, ja? Alles klar. 40%. Und das sind so die Sternsysteme, die es hier alle gibt. Es ist ja wirklich verdammt, ich glaube, verdammt groß, ne? Naja, wie auch immer. Wie gesagt, ich bin gespannt. Jetzt reicht's aber auch langsam, ne? Was haben wir? 79, 80, 81, 84. So, Initialisierung. Komma 5 Grad, das geht aber. Radioaktivität und Toxikologie, keine Ahnung. 5,5, 4,8. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt schädlich ist. Okay. Okay. Darf ich? Neue Entdeckung. Verstrahlter Plan. Ja, geil. Ja, Hammer. Boah, warte mal. Wie? Das habe ich eben schon. Ich habe eben mal ganz kurz getestet. Gesten. Fotomodus. Nein. Hilfsmittel. Kameraansicht ändern. So. Geht. Führe einen Scan durch, um Natrium zu finden. Mit L3. Reparieren. Ferritstaub. So, den kriegen wir. Das weiß ich nicht, wo wir den kriegen. Da kriegen wir schon mal nichts. Was? Ah, Ferritstaub, alles klar. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Also ich glaube, das hier ist jetzt am Anfang erstmal alles Tutorial. Drücke R2 und Minenlaser, das. Ja, mache ich doch. Komm, noch ein bisschen. Ja, was soll ich denn machen? Fortfahren. Multiwerkzeuginventar. Scanner, okay. Reparieren. Hallo? Okay. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube es zumindest. So, scanne. Natrium. Natrium, da ist Natrium. Da war laufen, okay. Sieht schon. Oh, scheiße. Ah, wenn wir jetzt hier direkt schon am Anfang draufgehen, ne? Dann raste ich aber aus. Ein bisschen. Ist doch Natrium, ne? Oh, yo! Gefahrenschutz. Da ist er. Aufladen. Mit Natrium. Hä? Ach so. Habe ich da auch irgendwas für? Nein. Okay.
Spiel, sagst du mir bitte, was ich machen soll? Da unten gehe ich erstmal nicht rein. Automatisches Notsignal entdeckt. Erreiche die markierte, das markierte Signal. Ach, da hinten. Alter, ernsthaft? Ja, schön. Dann können wir unterwegs ja mal ein bisschen hier so. Wasserstoff oder die Wasserstoff, keine Ahnung. So. Nehmen wir hier noch ein bisschen Kohlenstoff mit. Ja. Gut, kriegen wir da auch Kohlenstoff? Kriegen wir auch. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit den Wächtern hier ist. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Ich spiele das jetzt hier auch nur alleine, weil ich, wie gesagt, mal wieder reinschauen wollte. Um zu gucken, wie weit das jetzt hier wirklich alles so vorangegangen ist. Ach komm schon, lauf! Sprint aufgebraucht. Auf Aufladen und. Echt? Da hinten, noch über den Hügel drüber. Und da müsste auch irgendwo unser Raumschiff sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Was haben wir hier? Da brauchen wir einen anderen Laser für. Einen verbesserten, glaube ich. Och Gott, Alter. Ja gut, ist das so, ne? Was auf jeden Fall extrem nice ist bei dem. Ja, ich weiß, man sieht's ja. Bei dem Spiel ist die Musik, die hat so. Die hat was. Wie sagt man das? Sagt man, die Musik hat etwas Episches, etwas Atmosphärisches? Was ist das denn? Hallo? Notrufsignal. Szenario. Alteration Nummer bla 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 gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich, was? Schiff 16 geleert. Grund Wächterintervention, bewusste Übertragung. Analyse, neue Iteration. Ich glaube, das ist ein L, oder? Ist das ein I? Iteration. Hört sich auch scheiße an. Anomalieeindämmung vorbereiten. Vorbereitet. Übertragung. Übertragung empfangen. Reisendenanomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam. Position verzeichnet. Systemintegritätsscan initialisiert. Gucci. Untersuche das abgestürzte. Da. Abgestürzte. Oh, sieht kaputt aus. Strahlende Säule. Sehr schöner Name. Iteration Nummer bla 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 bla. G. Online. Alles klar. Atlasverbindung. Unregelmäßig. Startschubdüsen. Offline. Ja, geil. Impulsantrieb. Offline. Noch besser. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder. Ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung. Oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot. Und dieses Schiff. Ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Protokoll lesen? Mal gucken. Protokoll 4925a, nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Okay. Exo-Anzug. Verbunden. Vorschlag: Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschte Reparaturen auswählen. Schiffssysteme reparieren. Ja, das ist, ja. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle. Mein Gott. Eingeleitet. Hermetisches Siegel und Metallplatten. So, Metallplatten kriege ich. Keine Ahnung woher. Das ging doch hier irgendwo, ne? Von meinem Exo-Anzug. So, draufdrücken. Metallferritstaub. Aussteigen. Und ein bisschen Stäuble sammeln.
Reparieren, Metallplatte. Ja, da kriege ich Ferrit her, ne? Jo. Ich hoffe mal, dass nur das Wetter hier ein bisschen feindlich gesinnt ist. Warte mal, wie kann ich denn meinen Minenlaser? Wo haben wir den denn? Multiwerkzeug. Minenlaser. Mit Kohlenstoff aufladen. Aufladen. Das ist auch neu, dass man das da drauf ziehen muss. Das nervt ein bisschen. Es ist zwar meckern auf hohem Niveau, aber es nervt. Da wollte ich nicht hin. Da will ich hin. Ferritstaub. Oh, können wir schon. Exo-Anzug. Metallblatt. So. Reparieren. Bla 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 bla. Bla bla. Wo ist das Raumschiff? Wo bin ich? Ach da. Gott. Alles klar. So. Hätte ich jetzt gar nicht hier reingemusst, ne? Mann, bin ich geil. Reparieren. Metallplatte. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, ne? Huch! Funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Oh, Unterstützung anfordern? Empfehlung, Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte aus Notrufsignallager Bern. Kriegen wir hin, glaube ich. Ist das hier irgendwo? Das hier? Vielleicht? Nee, auch nicht. Weg damit. Nein, ich will das wegschmeißen. Lebender Schleim. Weg damit. Und jetzt? Was hab ich? Hallo? Ich muss das aber nicht da. Oh, ich muss gleich erstmal die Steuerung umstellen. Die ist ein bisschen, Arsch. Ich weiß mal, seit dem Sanandruf-Übertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. Alles klar. Nehme ich. Kann ich gebrauchen, nehme ich mit. So. Öffne das Inventar, um die Daten anzuzeigen. Markiere die Karte und benutze ein rotes Plan. Was? Oh, das ist ja cool. Rote Plan. Hallo? Achso. Hä? Was ist das denn jetzt? Können die mir da oben nicht helfen? Die da so herfliegen? Was habe ich hier? Hier war doch irgendwas. Ach, egal. Gut. Wollen wir da erstmal. Warum verschwinden die Pflanzen, wenn ich näher komme? Was? Was zur Hölle? Ach, Spiel. Die muss man einfach lieber haben. So, erreiche die markierten Koordinaten. Planetenkarte für Planung der Route eingesetzt. In der Tat. Das haben wir getan. Gut. Ferritstaub nehmen wir noch ein bisschen mit. So, das reicht. Oh, da hinten das Wasser. Oh. Ja, stimmt. Man kann ja jetzt auch. Oder ging das vorher auch schon? Ich weiß es nicht. Hier tauchen und auch, ich glaube, seine Basen unter Wasser bauen? Ich glaube ja. Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher. Müssen wir später mal schauen. Warum? Piss. Ja, es kommt ja zum besten Zeitpunkt, Alter. Oh, Leute, ey. Lauf! Lauf! Junge! Gib Gas! Boah, ich glaube, ich erkälte mich. Oh, oh, oh. Nicht, dass das Corona ist. Ja, woher denn? Karneval war ich auch nie los.
Suche in Höhlen unter gewolltem Schutz. Lade deinen Gefahrenschutz mit Natrium auf. Suche mit. Alter. Scheiße. Haben wir noch irgendwo Natrium? Da ist noch Natrium. Scheiße, jetzt lauf doch. Lauf! Schlappe, lauf! So. Ah, wat. Da hinten. Ja, ich habe ein bisschen eingesammelt. Ich mache das gleich wieder voll und dann geht es weiter. Also theoretisch sollten wir es noch bis dahin schaffen. Ach komm. Gefahrenschutz. Ja, ich weiß es doch. So, und jetzt gib Gas. Ah, okay, ich weiß zwar, dass es auf dem... Oh, sieht aus wie eine kleine Farm. PC echt einiges, um einiges besser aussieht. Aber ich finde das für diese Konsole, beziehungsweise diese Konsolengeneration, echt bemerkenswert. Huh. Cool. Alles klar, mal offen. Alles klar. Läuft, würde ich sagen. Holo-Archiv. Was haben wir da? Archivzugriff erfolgt. 6 von 7 Protokollen beschädigt. Alles klar. Eintrag folgt. Niemand. Mache diese Aufzeichnung für den Fall. Hinterlasse im Hersteller. Was? Könnte von Nutzen sein. Visier beschädigt. Kann das Schiff nicht finden. Vorräte bergen. Alles klar. Und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, das ich zur Reparatur meines Schiffes benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich. Jetzt. So. Hat sich das draußen wieder ein bisschen beruhigt? Ja, ne? Ja, kann man machen. Kann man machen. So, was haben wir hier noch? Da wollen wir natürlich auch mal reingucken. Ah, ich muss zwischen den Folgen unbedingt an der Steuerung ein bisschen fein justieren. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch Tiere, die nachts aggressiver sind als da. Was ist das? Ach, ein Raumschiff. Hör auf damit, ey. Wo ist denn das? Wo ist denn. Das ist unser Raumschiff. Hallo? Ach, wie brauche ich einen Kohlenstoff? Nano, Ding, Rohr, Bums. Hallo? Achso. Analysevisier herstellen. Kohlenstoff-Nanorohr. Wie mache ich das? Bestimmt irgendwo hier, ne? Kohlenstoff-Nanorohr. Aha, aus Kohlenstoff, wer hätte es gedacht? Bist du lieb? Hast du irgendwie einen zu kleinen Kopf? Ein bisschen, ne? Ja. Aber da macht ja nichts. Achso, das kann ich. Achso. Habt ihr nicht gesehen? So. So. Multiwerkzeug. Fertig. Oder? Da hinten ist es. Und da bist du, warte mal. Oragnunum. Aha. Langsames Weidetier, farbenblind. Alles klar. Von mir aus. Ich werde mir hier auf diesem Planeten, glaube ich, nicht alles so genau angucken und auch an nicht analysieren. Ich will hier einfach nur so schnell wie möglich weg. Ekelhafter Ätzplanet. Mag ich nicht. Ich mag den nicht.
sage ich jetzt ganz ehrlich. Das ist halt so. Ich finde hier das Wetter und die Stimmung generell, finde ich das alles so ein bisschen, weiß ich nicht, stressig, lieblos. Na, gleich mal gucken. Oh. Was war? Was ist das? Grabbeere. Kann ich nicht scannen. Nehme ich mit. Alles klar. Was ist das? Achso, Sauerstoff. Alles klar. Nehme ich mit. Kann ja im Weltraum nicht schaden. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Weißt du? Achso, ja, wenn das hier rauskommt, dann wird Gone Home, glaube ich, gerade fertig sein. Ich habe zwischen den letzten 3 oder 4 Folgen immer so ein bisschen Pause gemacht, weil ich im Moment keine Zeit habe aufzunehmen. Ja, also es ist arbeitstechnisch wieder ein bisschen mehr geworden und hier zu Hause ist auch ein bisschen, nennen wir es mal, ein bisschen Stress. Es tut mir auch echt leid, aber es hat einfach nicht geklappt. Weißt du, wenn du 10, 12 Stunden auf der Arbeit bist, dann hast du, wenn du nach Hause kommst, keinen Bock und ehrlich gesagt absolut keinen Nerv mehr dafür, noch irgendwas hier zu machen. Wie gesagt, es tut mir leid, aber es geht halt nicht. Dann legt man sich lieber noch, weiß ich nicht, Stunde aufs Sofa und geht dann ins Bett. Um den gleichen Scheiß am nächsten Tag nochmal zu machen, ne? Wie das immer so schön ist. So, sind wir gleich da. Oh, wir müssen was für die Ausdauer machen, ey. Es dauert ja Jahre. Ja. Was für ein Kompass? Ach, das da oben soll ein Kompass sein. Alles klar. Lebenserhaltungssysteme bei 35%. Kriegen wir hin. Ah, wir sind ja schlau. Ich habe auch in dem Trailer gesehen, dass man jetzt so riesige Schiffe hier besitzen kann. Also so richtig riesige Schiffe. Ey, das ist ja mega. Ernsthaft. Hammer. Startschubdüsen kritisch beschädigt. Reines Ferrit und die Wasserstoff-Gelee. Okay. Ich hoffe, dass die Musik jetzt hier nicht zu laut ist und man mich auch hört. Und ich hoffe auch, dass ich nicht zu laut bin und man auch das Spiel hört. Weil die Hintergrundgeräusche einfach dazugehören und auch ein bisschen zum Spiel, vom Spiel ausmachen. Raffinerien wandeln einfach Materialien um. Raffinierte Materialien haben eine höhere Aufladung. Fortgeschrittene Technologien brauchen raffinierte Materialien. Meine Fresse, ey. So, sammelt die Wasserstoff. Das war das Blaue, ne? Wo haben wir's? Da hinten haben wir noch irgendwas, was näher ist. In der Tat nicht. Oder? Doch, da ist noch ein bisschen. Keine Ahnung, ob das wird wahrscheinlich nicht reichen. Tja, so gerade. Öffnen das Inventar. So. Oh, mal gucken. Hier, die Wasserstoff. Machen wir. So, schmiere die Strahlschubdüsen mit die Wasserstoff-Gelee ein. Hallo? Ach, brauche ich ja gar nicht. Start. Habe ich gerade Strahlschubdüsen gesagt? Naja, ist ja im gewissen Sinne auch richtig, ne? Also. Reines Ferrit. Baue eine tragbare Raffinerie. Stelle Metallplatten her. Hallo? Okay. Kann ich das jetzt schon? Ach, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber kann ich, glaube ich, schon einbauen? Kann ich nicht. Wofür sollte ich denn jetzt...
Wofür sollte ich denn jetzt eine Metallplatte herstellen? Ach so. Alles klar. Oh, warte mal. Navigieren, platzieren, skalieren, rotieren, Farbe auswählen war. Ich war gerade bei Farbe auswählen, okay. Und nach oben ist jetzt Material auswählen. Beton, Holz, Stein, Rost, Beton. Moment. Achso. Ja, wobei ich das. Das ist, glaube ich, noch egal, ne? Das ist ja unser erster Planet da. Ist mir dann Wumpe. Ja, kann man machen. Kann man mal machen. So. Treibstoff. Kohlenstoff. Auf 100 reicht. So. Ferritstaub. Puh. Brauchen wir noch ein bisschen. Wo haben wir? Das gab's doch. Ach, da hinten. Oh! Was ist das denn? Da! Wir brauchen einen fortgeschrittenen Minenlaser. Also ganz ehrlich. Von dem Start der PlayStation bis jetzt habe ich echt das Gefühl, dass ich krank werde. Ich glaube, es wird so eine richtig fiese, fette Männergrippe. Puh. Habe ich schon genug? Ich glaube ja, ne? Gucken wir mal, noch ein bisschen Kohlenstoff. So. Und gleich ist Folge 1 auch schon wieder vorüber. So. 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 Muss ich nur irgendwas? Nee, ne? Reines Ferrit. So. Das würde ich gerne wieder mitnehmen. Exo-Anzug von mir aus. Das würde ich... Das kann man nicht mehr mitnehmen, okay. Vielleicht sollte ich das reine Ferrit auch mitnehmen. So. Exo-Anzug. Alles klärchen. So. Reparieren. Und jetzt? Okay. Hab ich die jetzt dabei? Hm, tatsächlich. Ha! Verzehren! Was war denn jetzt verzehren? Ach, Viereck. Sorry. Ja, Strahlungsschutz nimmt immer ab. Ist halt so. Alle Systeme funktionieren, kehre zum Schiff zurück. Das kann ich auch nicht. Ich nehme noch ein bisschen, also seid mir jetzt nicht böse, aber ich muss jetzt echt noch ein bisschen Kohlenstoff mitnehmen. Weil wir das echt unterwegs immer mal wieder brauchen. Ach da. Obwohl, das gibt es eigentlich auch auf jedem Planeten hier, also. Ja, sollte das jetzt auch nicht so tragisch sein. So, mal gucken. Kehre zum Schiff zurück. Und suche Antworten in den Sternen. Hebe mit R2 ab. Und ich würde sagen, genau dieses werden wir auch tun. Aber, okay, warte mal, ich habe hier noch gar nicht. Schön Panoramadach. Bekommt mein nächstes Auto nicht. Es dauert nämlich extrem lange, bis ich... Entschuldigung, bis das Auto aufgeheizt ist. Das brauche ich im Winter nicht. Sauerstoff, tut mir echt leid, will ich mitnehmen. Weil, wie gesagt, Sauerstoff im Weltall erscheint mir doch recht logisch. Du weißt. Warum? Warum nicht? So. So, hier hatten wir jetzt alles, ne? Da kann man nichts mehr machen. Da auch nicht. Was haben wir hier? Nichts. Was war das? Durchsuchen? Die Wasserstoffjets.
Wirklich. Atlas Pass V1 benötigt. Ja, von mir aus. So, was haben wir da? Verdichteter Kohlenstoff. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich natürlich wieder mich selber unterbrochen. Das will ich nicht. Ach, R3. Merkst du das? Beschädigter Container. Da war Kohlenstoff drin. Weißt du, ich war gerade schon am Tschüss sagen. Und da muss ich wieder so einen raushauen hier. So, jetzt aber. Oh, habe ich ein Lager. Warum brennt das denn so komisch? Naja, egal. Soll uns nicht interessieren. Die strahlende Säule BC1 ist wieder funktionsfähig. Warum auch immer da 55 dran steht. Ach, warte mal. Nee, was war? Nein, machen wir. Machen wir in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich auch direkt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht doch Interesse an dem Spiel hat. Und gespannt ist, was sich alles getan hat hier. Also bis jetzt bin ich doch relativ positiv überrascht. Auch mit der Raffinerie und so. Alt wie eine Schmiede in den ganzen anderen Survival-Spielen, sag ich mal. Nur, dass die Welt... Was ist das da hinten? Sieht aus wie ein Männchen oder so. Nur, dass die Welt hier echt noch ein bisschen größer ist, weißt du? Wie, warte mal, irgendwie kommt man... Wie kann ich nochmal zoomen? Ah. Alles klar. Ist nur ein Baum. So, jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ne, ihr wisst ja, Abo und so und Kommentare und von mir aus auch Likes, also ja, da kann man ja nie genug von haben, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.